Moin. 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 Doppelmord, schöne Scheiße. Zwei unglücklich liebende Firma vereint jetzt. Todeszeitpunkt, was glaubst du? 7 Wochen. Verschwunden am 21. Mai. Entschuldigung, das ist ein Tatort hier. Ich spiele Herrn Lohse, der leitet die Lüneburger Polizei. Bei den Isefrostmorden 1989 ermittelt er und ist relativ schnell damit dann doch überfordert. Jan Gerke? Kriminalobermeister Jan Gerke. Das ist so ein Typ, so wie ich jetzt hier da sitze, so ist der eigentlich auch. Nicht so mega kompetent. Sie müssen nicht da hinschauen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Er kommt aus einer kleinen Stadt und hat so seine Komplexe. Es ist eine andere Liga, diese Morde. Und den reinzuwerfen in ein sehr perfides Spiel zwischen Hierarchien, zwischen Verbrechen und Justiz, wo er eigentlich komplett aufgeschmissen ist und verloren ist. Beschaffen Sie mir irgendwas, was den belastet, ja? Oder 9 Tatverdächtigen. Danke. Danke. Ja. Als ich die Casting-Einladung bekommen habe, wurde uns ein bisschen Recherchematerial mitgeschickt zu den Szenen. Und da waren eben die 3 Artikel dabei über die Göhrde-Morde. Das las sich einfach wie ein Krimi. Und ich dachte, wenn das die Geschichte ist, dann muss man drehbuchmäßig überhaupt nichts dazu dichten. Das ist so unfassbar spannend und so unglaublich. Es ist vorbei. Wie meinen Sie das? Gegen Tote wird nicht ermittelt. Das ist das Gesetz, von Limbach. Hier, der gegen Jürgen Becker bestehende Tatverdacht des Mordes hat durch die Ermittlung keine Bestätigung gefunden. Abgesehen davon hat das Verfahren durch dessen Tod seine Erledigung gefunden. Oberstaatsanwalt Leest ist vorbei. Und das ist eine sehr tragische Geschichte und eine sehr berührende Geschichte. Wo Herr Lohse sozusagen der Antagonist auf eine bestimmte Art und Weise ist, weil er die polizeilichen Ermittlungen, die er selber führt, nicht immer ganz gewissenhaft ausführt. Wir haben jetzt Einsatzende. Herr Lohse? Ja. Das können Sie nicht machen. Warum suchen Sie nicht weiter? Der Hund hat doch mehrmals angeschlagen. Herr Bieke, wo auch immer Ihre Schwester ist, sie liegt nicht hier auf diesem Grundstück. Das verspreche ich Ihnen, mein Wort. Warum vergräbt er hier ein komplettes Auto in seinem Garten? Ich meine, wer weiß, was wir hier sonst noch haben. Herr Bieke, ich habe es Ihnen doch bereits gesagt, wir lösen unsere Fälle selbst. Ja? Jetzt wählen wir die Asservate aus und dann sehen wir, ob wir den richtigen haben. Ich melde mich bei Ihnen, versprochen, persönlich. Lassen Sie gut sein, Herr Bieke. Wie man derartig Leute Steine in den Weg schmeißen muss, wenn man diese Rolle spielt. Also das ist schon nicht ohne, da zu gucken, okay, was macht ein Charakter, dass der sozusagen Sachen nicht ernst nimmt, Leute niedermacht. Das ist ein toller Charakter, aber das ist auch Arbeit. 192 Kilometer, müssen unter einer Stunde 30 bleiben. Sind die Strafzettel im Preis inbegriffen? Ja, schauen wir mal.